So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einem Livestream. So, ihr habt gewählt auf Facebook und wolltet heute Outlast sehen. Ihr wolltet, dass ich heute Outlast spiele und wolltet mich vielleicht auch ein bisschen quälen, indem ich das Horror-Let's Play mache. Gut, also fangen wir an. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshaw, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die andere Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken. Oder zu sterben. Ja. Wir werden speichern. Man sieht, ich habe schon mal gespielt. Habe es aber nie beendet. Deswegen der Anfang ist bekannt. Und ja. Laden. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encouraged ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville, station of Box Elderbugs. But do keep all pets and children indoors between the hours. Mount Massive Asylum. September 2013 von mutemail.com an milesupshaw@gmail.com. Betreff Tipp: Illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren phasen etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. 2 Batterien, wuh! Als Abschau. Independent. Nachtsicht, alles dabei. Gut. Und was sehen wir? Natürlich Grafikbug. So, unsere Notizen. Wir haben noch nichts. Dokumente. Der Informant. Okay, das war's. Links, rechts und... Da sehen wir nichts. Da sehen wir Grafikbug. Da sehen wir nichts. Grafikbug. Okidoki. Ja. Hier gibt es nicht so wirklich was. Wie war nochmal das Sprinten? Ah, da. Thank you.
Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen wurde und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischem Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Hallo. Hopp, hopp, hopp. Genau, um zu rennen, können wir da ein bisschen... Okay. Also am Anfang werde ich ein bisschen durchrennen. Aber danach wird es irgendwann blind und dann... Naja. Hier geht's rauf. Wir haben sogar Füße und einen Unterkörper. Und wir haben Nachtsicht. Versuche natürlich so viel wie möglich hier zu finden. Ich meine, Batterien brauchen wir sowieso wie sonst was. Das ist ihr zu, okay? Hier noch was? Gibt's hier was? Okay. Jetzt zwängen wir uns mal durch. Was finden wir hier? Wir finden hier eine Batterie. Mit Dreieck können wir die dann nachladen. Ah, hier gibt es das nächste Dokument. Murkoff Pediatric Systems Projekt Wallrider. Mount Massive CO, Fallnummer 174. Patienten, Initialien WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung. Alter etc. pp. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerten luziden Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit, Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische REM-NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Anmerkung: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Okay. Hallo? Lass mich rein! Naja. Wer weiß. Oh ja. Das hört ja... Oh. Lecker. Ich glaube, das ist Erdbeerkäse.
Gott! Ne. Triss mich nicht. Okay, was haben wir noch? Gar nichts. Und zack, runter. Ist hier unten irgendwas? Nein, kann man nicht sehen, ne? lecker. Was haben wir hier noch so schönes? Ich will die eigentlich looten, ne? Ich habe die ganze Zeit andere Spiele gespielt, ich will die looten. Killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security and control. It's terrible. Okay, wo geht das Ding rein bei dem? Ich will es gar nicht wissen. Ist besser so. Wer war das? Ist das unser Freund? Ja, wenn ich auf dem Klo bin und dann kommt auf einmal so lecker so eine Hand raus. Wunderbärchen. Hallo, dicker Mann. Ne, will er nicht. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. Little fake. Au. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Naja, von einem amerikanischen Priester. Ah ja, übrigens, hier können wir noch gucken. Was gab's denn heute zum Essen? Oh ja, fass da rein, bitte. Lecker, lecker, lecker. Oh, auf Klo. Und wir haben hier eine Batterie. Sehr schön, dankeschön. Was haben wir hier zugenagelt? Hier ist auch super schön, ne? Ein Tisch direkt vor der Tür. Ja. Hier auch. Sehr schön. Damit man überhaupt nicht reinkommen kann. Jetzt da unten. Guck mal. Ein Rollstuhlfahrer. Da müssen wir bestimmt hin. Hier ist auch wieder. Nee. An der Akte. So, wieder Murkoff. Und zwar Zugriff auf die Daten.
Eine schadliche Erklärung wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security geliefert, die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Security-Zentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch einschaltliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und Rechtfertigung die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voll Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ich will das Ding gar nicht in der Hand nehmen. Ganz ehrlich, würde ich nicht machen. Hallo. Wir spielen übrigens auf normal, weil ich das Spiel, wie gesagt, noch nie durchgespielt habe und ich das gern schaffen würde. Ist halt nichts, ne? Aber ich bin halt immer echt im Looten-Modus, ne? Also, gib mir Zeug. Hier vielleicht, hier so eine Akte, sauber. Was haben wir hier? So, und zwar Dr. Rudolf Wernicke, behandelnder Arzt. Super Typ. Und wir haben Walker. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Therapiestatus. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation, MRI-Scans, übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung: Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Er hat enorme Körpergröße. Okay. Extensive Dermaleruptionen, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigt sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Das könnte der dicke Typ sein, der uns hinterher ist. Das könnte der Super, der Walker sein. Das ist jetzt meine Erkenntnis, die ich vorher noch nicht hatte. Ne, der hat sich ja, ne, an den Nase und so die Haut entfernt. Und am Stirn auch, die wahre Sicht zu kriegen. Hallo? So, Hallöchen! Mein Name ist Miles Abschor. Was können Sie hier zu unserem Fall sagen? Haben Sie irgendwas gesehen? Ach nee, doch nicht. Können Sie irgendwas sagen? Wird schwierig. Haben Sie was gehört? Mal gucken. Ah, hören könnte er. Naja, dann dich. Hallo, liebe Freunde! Und... Hallo? Was hast du mit deiner Haut gemacht? Was ist denn mit dir los hier? Oh! Du hast wohl auch so ein bisschen Probleme. Okay. Lasst euch nicht stören. Ist super tolles Programm heute. Wir sehen Ameisen, die Weißen gegen die Schwarzen kämpfen. Wer könnte bloß gewinnen?
Eigentlich gibt es ja nur einen Weg hier. Ja, komm, Miles. Kannst du mal ein bisschen beruhigen? So ein bisschen. Oh, guck an! Haha! Einfach der Blutspur folgen. Immer wichtig. Hallo. Freund und Helfer. Wir nehmen dir das mal ab. Das ist jetzt Terminal. In meinem Notizblock. Ich bin drin. Überall Leichen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblich Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarden. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay. Alles klar bei euch? Du bist dann die Schmantikor, oder was? Der sieht wesentlich einigermaßen vernünftig noch aus. Ein paar Wunden oder so, ein paar alte Narben. Au! Arschloch! Erst willst du kein Interview mit mir machen und dann überfällst du mich hier. Was ist denn das hier? So eine Frechheit. Ja, wo müssen wir hin? Was ist das denn hier? Die Textur ist gerissen, oh mein Gott! Komm ich da her? Hallo? Ich glaube noch gar nicht, oder? Ne? Okay. Ist hier irgendwas Interessantes noch hier? Ja. Okay. Ist hier mit? Ah, hier war ich, ne? Habe ich eine Batterie gefunden. Okidoki, dann weiter. Hier ist abgeschossen. Ich bin da hier hin. Okay. Ah, die Toiletten. Eine, was auch immer das ist. Witness. Ja. Da kam wohl ein bisschen mehr raus, ne? Die mit ihren Händen, ey. Und what? Gesicht und Hand? Wie geht das denn? Warte, wir können jetzt mal Notizen kurz gucken. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein
teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Wie ein säuferischer Kindergrabscher, das ist auch gut. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Hab ich alles schon? Okay, gehen wir mal erst nach hier hin. Was auch immer das ist, es sieht... Oh, schon wieder ein Kopf hier. Ja, lecker. Ist auch schon wieder irgendwie so ein... Grafik. Bug, keine Ahnung. Na, noch ein bisschen Blut da dran. Ja. Plitsch, platsch macht's. Lecker. Jawohl. So. Da müssen wir gleich rein, aber warum gehen wir nicht erstmal noch hier hin? Kann nicht schaden, ne? Ein bisschen umgucken. Eine Akte finden. Helen Granat. Betreff Project Wallrider Inspektion vor Ort. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Wallrider bleibt unverändert hoch. Die 4 Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der konkreten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Wallrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste, was die bereits verzeichneten betrifft. So ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert. Doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen Granat, Murkoff Schadensabteilung. I catch a grenade for you. Alter, guck mal. Krasse. Ist bestimmt gestolpert, wie das hier aussieht. Aber... Naja. Gehen wir weiter. Na, oder warte, wir gehen erstmal hier hin. Hallo? Da gehen wir nicht rein. Da war schon jemand. Das ist, glaube ich, besetzt, könnte man sagen. Oder? Komm, komm. Ah, ist zu. Ja, moin, Herr Graf. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Ja, das beschädigt übrigens. Der dicke Fettsack ist Walker, von dem wir vorhin gehört haben. Und Walker ist fucking gefährlich. Hat, mal abgesehen davon, dass es einfach ein Riesenkerl ist. They lie. Was wollte ich sagen? Also genau, das ist ein Riesenkerl und der war ja irgendwie in Afghanistan und hat da Traumata erlebt und so weiter und jetzt ist er hier mega aggro. So. Wir sind natürlich nicht nur Journalist, sondern auch mega Hacker. Der Priester. Der Kinderschänder. Nein! Der Kinderschänder ist da. Speichert. Oh ja. Now.
Geh weg! Oh. Ist er weg? Ich kann ihn noch hören. Okay, die spannende Musik ist weg. Man hört nicht mehr das Rasseln seiner Ketten. Hallo? Hallo? Was sind eigentlich unsere Aufgaben? Ein großer Dreckskerl, ah ja. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe einen Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Dokumente noch? Ja. So, ich speichere mal eben kurz. So. Dann wollen wir mal. Ist mir noch abgeschlossen, ne? Und er sagt nichts mehr. Okay. Wir gehen weiter. Weiter. Wir müssen in den Keller und den Stromgenerator wieder anschalten, ankriegen. Das wird auch wieder super toll. Ich freue mich. Und noch Rohrbruch. Hier gibt's. Oh, lecker. Noch lache ich hier, ne? Noch kenne ich mich ein bisschen aus. Egal. So. Akte. Betreff hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Erstens. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen. Sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. So. Ja, die können anscheinend die in diesen komischen Zustand versetzen und die merken davon nichts. Hallo? Nix, ne? Ja. Wird immer besser hier, ne? Okay, ich komme hier hin, ein bisschen mehr. Okay. Who's there? Niemand ist da. Eben kurz nachladen. Oh, das ist schon mal eine richtig scheiß Szene. Habe ich keine Lust drauf eigentlich. Da ist eine Tür.
Da ist eine Tür. Und da ist eine Tür. Drei Türen. Und die ist abgeschlossen. Okay. Okay, dann gehen wir als erstes mal hier dir zwischen. Pump Room, Pumpenraum. Was haben wir hier? Das ist auch der Pumpenraum. Ja. Ja, wir gehen trotzdem auf die andere Seite. Noch können wir sprinten. Hallo? Hallo? Zum Verstecken. Oh, man kann sich verstecken, das ist gut. Verstecken ist ganz, ganz wichtig. Geh weg. What? Up the heaven? Verschwunden? What the fuck? Ich sehe nichts, aber ich höre was. Ah! 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 Fuck, der kommt zurück, der kommt zurück! Boah, ich habe gleich schon wieder die nächste Batterie leer. Mir wird auf einmal auch ziemlich warm. Ich mache das nur, weil es hier so schön räumig drin ist. Ansonsten hat es keinen Grund. Mal abgesehen davon, dass die Musik auf einmal extrem interessant wird. Boah, mir ist echt warm. Oh. Wir speichern erstmal. Es wird erstmal, also ich muss erstmal speichern. Ja, eine Pumpe haben wir jetzt nochmal angestellt und ich denke, das wird gleich noch besser werden. Können wir uns auch hin ein? Boah, ich höre den, ohne Witz. Hier guckt er bestimmt nicht nach. Bestimmt, oder? Komm schon, der guckt hier nicht nach. Ja, siehst du, der macht nämlich die Dinger nämlich auf. Haha. Schön, wir sind ein Geist. Wir sind nicht real.
So. Jetzt müssen wir trotzdem noch wissen, was für Laufwege der hat. Oder ich will es gerne wissen. Da vorne ist er. In diesem Spiel bin ich nicht besonders mutig. Ich glaube, das. Oh, da vorne ist er. Ich muss eigentlich noch in den anderen Raum da hinten rein. Ey, das ist scheiß Gepiepe, ne? Oh, wie. Was ist mit dir los, Junge? Was ist mit dem los? Er soll dich mal verpissen. Irgendwo anders hingehen. Und dann kommt ihr her. Oh fuck. Er ist hier drin. Der guckt schon mit die Dinger wieder an. Du musst eigentlich jetzt danach hinter ihm her. Hä? Er hat uns irgendwie gesehen, irgendwas gehört. Wieder. Geh weg, komm schon. Er geht jetzt schon wieder hier hin, oder was? Kann nicht sein. Doch. Leck mich am Arsch. Was will der schon wieder hier? So kommen wir gar nicht weg. Wir müssen doch hier durchkommen. In dem Raum muss ich. Ich muss in den Raum. Okay. Nicht lustig. Wir sind jetzt ultra smart.
Komm da raus. Wehe, du guckst hier rein. Wehe, du guckst hier rein. Du guckst hier nicht rein. Du bist zu dämlich dafür. Kein Anhaltspunkt. Ah, verpiss dich schön. Alter, wie laut macht der den Scheiß? Okay, okay, okay. Hier haben wir das Knöpfchen. Und hier geht's auch nochmal her. Okay. Okay. Okay, geht's nicht weiter. Okay. Okay, ich würde sagen, wir sprinten dann einfach nach oben. Noch hat uns keiner bemerkt, noch ist das alles gut. Ich mag ja durchaus Schleichspiele, aber das ist mir vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Okay, ist hinter uns her. Die geht nicht weiter. Und weg, wo muss ich her? Da, okay, wir haben es geschafft, wir sind durch, weg.
Weg, 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 weg. Huh. Huh. So. Licht ist an. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Speichern. Aber ich glaube, das war, haben wir, glaube ich, dann doch ganz gut gelöst. Die Frage ist jetzt eigentlich, was wir ja jetzt machen müssen hier. Ich weiß jetzt nicht, wir haben das Licht angemacht. Müssen wir jetzt zurück wieder in den einen Gang hier vorne, hier zu den Security Room. Und das gleiche, was wir eben vorhatten, nochmal machen? Weil der hat ja nur das Licht ausgestellt und. Doch hier. Was? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Nein, vergewaltige mich bitte nicht. Okay. Okay, okay, okay. Gut, wir haben jetzt, wir sind gerade vom Priester hintergangen worden, würde ich schon sagen. Was? Und wir sind ja in einer Zelle aufgewacht. Schön. Aua. Immerhin hat uns der Walker nicht getroffen. Oh, wir haben unsere Kamera dabei. Super. Ja, okay, ja, 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 ja. Was ist gerade passiert? Notizen. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Dokumente haben wir auch nichts gefunden. Ja. Okay. Back! Get back! Get the fuck away from me! Ah! Ah! Don't you dare look at me! Was? Lecker, lecker. Hier ist, kann man jetzt gucken. Okay. Hallo, Freund. Was hast du hier? Ich will es gar nicht wissen. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He Lümmel! Nervous. Lümmel! As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Lümmel 1 und Lümmel 2. Oh, der hat einen größeren Lümmel als der. Just saying. They're in my blood and they want to get out. You look like you've seen a ghost. Maybe.
Okay. Jetzt wieder eine dunkle Zelle. Warum sollten denn Zellen auch... Ich wusste es. Irgendwo... Das ist zu dunkel. Der hatte mal einen Lümmel wahrscheinlich. Okay. Wo muss ich denn hin? Muss ich jetzt immer die Türen öffnen oder was? Wah! Fuck. Die gehen ja doch auf. Okay. Ah! Hier kommen wir durch. Oh Gott. Oh Gott. Alter, allein die Soundkulisse gerade. Nee, nicht wirklich, oder? Damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! Ich? You like to watch? It's sick. You're sick. Weißt du? Der hat nicht mal einen Kopf. Und du hast ihn von hinten genommen. Hallo? Ich gehe hier entlang, okay? Ich gehe einfach... Bleib du da. Ich gehe entlang, okay? Hey, you... Oh, I... Oh. Jetzt schon genug von mir. Dir, Walkie-Talkie, irgendwas? Ne. Okay. Trakt B sind wir gerade. Da geht's gleich her. Kommen wir hier auch her? Nein, ne? Nein. Erinnert dich an die Schule! Ich hoffe, die Schule war nie so, wie ich sie klapse. Da. Der markiert sein Revier. Das macht er nicht nur an dieser Wand. Okay. Nein, sie sind nicht in deinem Blut. So, wir erinnern uns daran, dass gerade hier vorne die Lümmelmänner waren. Nein, das war jetzt nicht der Typ, den wir gerade da... Nein, wir gehen. Ich will gar nichts von dir haben. Komm. Wir gehen einfach weiter. Nekromantie, dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Okay. Giftgas! Oh. Nein, doch kein Giftgas. Folge der Blutspur. Aber dann kriege ich keine krass geile Batterie. Batterie. Ich liebe Batterie. In diesem Spiel ja. Down the drain? Okay, down the drain. Achso. Down the drain. Ja, war ja nicht vorne genau, hier war noch was. So, Dokumente! Vater Martin, Archibald. Archimbaut, doch. Archimbaut, auch immer. Helen,
Dr. Zeichner hat mir Ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Ich meistens auch nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ja, ja, wir machen ja gleich Down the Drain. Aber erstmal kurz gucken hier in der Ecke. Ja, gut. Ja, runter hier. Das ist inactive. Hallo? Boah, ich gehe eh das mal zur anderen Seite hin. Gucken, was da so ist. Hallo? Ah, das, okay, der ist gefangen. Okay. Ich dachte gerade schon, der würde gleich hier rauskommen. Gibt's hier noch was? Oh, hier kann man sich unter dem Bett verstecken. Sehr schön. Kann ja auch keiner drunter gucken. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Okay, hier kann man sich generell verstecken. Mhm. Hm, ein paar Schreie in der Ferne. Sehr einladend. Dann wollen wir mal doch hier begeben. Shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Ja, ich möchte aber nicht bei dem Typen still stehen bleiben. Sag mir bitte, dass die Tür aufgeht. Oh, fuck! Fuck, fuck, fuck! Fuck. Ach, wenn ich Türen auch noch schließe, dann. Okay, die kommen aber nicht hinterher, ne? Eben kurz speichern. das tue ich einfach sehr, sehr häufig. Aber das ist in diesem Spiel echt nötig. Genau deswegen. Okay, ist weg. Er ist nicht hinter uns her. Noch nicht. Aber ich will trotzdem wissen, was er da hinten... Okay. Jetzt ist er gleich... 100% ist er gleich hinter uns her. Gleich.
Hundertprozentig sehr. Ja. Kleine Mistratte, bitte nicht, bitte nicht. Ah. Richtiger Ninja bin ich. Ja, die haben alle keine Manieren hier. Nein, au. Kann ich da weiter? Nein, ich kann nicht weiter. Muss ich hoch. Okay, hier haben wir wieder eine Batterie. Batterie aufgenommen. Und ein Dokument gefunden. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Es hört sich irgendwas klatscht da irgendwo. Nasses. Okay. Aber soll ich nicht dem Blut folgen? Wow! Fuck! Ah. Schlüsselkarte für die Duschen. Ah ja. Wir dürfen in die... Oh Mann. In die Duschen darf ich gehen. Ja, das war kein modernes Wrestling. Das war eine Enthauptung einfach. Der hat also... Keine Ahnung. Yokozuna hat früher das nicht so gemacht. Showers. Oh Mann. Darf ich in die Duschen? In Amerika in die Duschen zu gehen ist keine gute Idee. Niemals. Egal, was man sagt. Amerika duschen, nein. Ja. Da war die Lümmelmänner nämlich wieder. Ja, glaube ich auch. Stupid. Na.
Ihr bleibt ja schön hinten, ne? Ihr bleibt schön da hinten. Ihr kommt nicht näher. Schön zumachen. Ihr kommt hier nicht rein. Huh. Was hier mit? Komm, kurz gucken. Dann sind wir in den Duschen. Ja, Duschen. Was hat das im Duschbereich zu... Also wirklich. Ja? Man kann mir vieles erzählen, aber das hat nichts mit Duschen zu tun. Das hier sowieso nicht. Aber hallo? Das hat irgendwas mit Päpsten zu tun, aber bestimmt nicht mit Duschen. Alter Schwede. Junge. Egal, wir nehmen jetzt mal kurz die Akte hier. Ja, es zählt eigentlich als Sadismus, ja. Ja, dass ihr das Spiel gewohnt habt, ja. Eindeutig zählt das als Sadismus. So. Start Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve, voller Name Rudolf Gustav Wörnecke, Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welche der Tod eintrat. 0 Jahre, 7 Monate Aufenthalt in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre, Geschlecht männlich, Farbe weiß, ledig verheiratet, bitte angeben, ledig. Okay, Geburtsdatum 20. Oktober 1918, Geburtsort Deutschland und 2009 ist er gestorben. Also ganz schön alt geworden. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen am 4. Juli 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgendes: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche, Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Ja, also, Judith, es war ja so, dass, von den Horrorsachen hatte ich das hier, ich hatte Everyone und ich hatte Everybody Was Gone to the Rapture. Die hätte ich auch noch. Die habe ich noch gar nicht gespielt, bei Everybody's Gone to the Rapture habe ich mir mal reingeguckt. Also, richtig krass horrormäßig ist das ja nicht, aber das ist auch so... Ja, so ein bisschen zumindest. Ne? Man weiß nicht, was passiert ist. Man muss aufdecken, was passiert ist. Wo bin ich eigentlich hier? Schau was. Okay. Okay. Irgendwie will ich da gar nicht hinten hin. Was ist denn hier? War ich da jetzt? Da war ich, ne? Okay. Was ist hier hinten? Puh, okay. Okay. Ach, hier bin ich hergekommen, ne? Deswegen habe ich die Tür zugemacht. Ist auch wichtig, die Lümmelmänner sollen hier nicht rein. Die haben echt... Der eine hat zumindest echt einen riesigen Lümmel. Da will ich nichts mit zu tun haben. Die Lümmelmänner! Oh, hier ist zu. Ne, hier kann man auch. Okay. Gehen wir gleich hin. Erst, ich glaube, da vorne gibt es noch ein Knöpfchen. Drück auf das Knöpfchen. Ja, komm, zieh hoch. Ich hätte nicht mehr gesehen, wer da ist. Ist das der Dicke? Hallo? Oh, fällt mir Quatsch weg. Rocker! Okay, gehen wir hier. Haben wir ihn gerade eben überlistet? Ah!
Willst du mich verarschen, oder? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Fuck. Ich muss hier erstmal eine Tür finden. Oh, fuck. Speichern. Ja, der Dicke ist da. Okay. Das heißt, wir machen den Dicken jetzt fertig. Also, wir rennen weg. Ja, I'm coming. Lieber nicht. Ich sehe einfach nichts. Ninja. Ninja. Little pig. Little pig. Ich glaube, er glaubt, glaube ich, wirklich, er sei der große böse Wolf. Yeah. Ja. Ninja Style kann man mal machen. Oh Gott. Das war teilweise. Also die Streams gehen so meistens so 3-3,5 Stunden ungefähr. Also man schafft hier schon ist ein Stück. Also. Geht. Oh, fuck! Jetzt bin ich gerade abgelenkt. Oh Gott. Du Pisser! Du kleiner Pisser, du! Oh, du Drecksack! Ja, ich bin keine Nurse. Ja, lass mal. Na, ich wusste schon. Jawohl, jawohl. Sauber, Junge. Sauber, danke. Fuck, shit. Hallo. Oh.
So, Nachruf unter whatever. Rudolf G. Wernicke, Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen. Durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit den deutschen Kriegstreibern wanderte er 1949 dank eines Visums des State Department in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keinen Hinterbliebenen. Okay, hier bin ich drüber. Jetzt ist die Tür auf. Ah, hier ist zu. Nope. Gut. Weiter nach oben. Da sehe ich doch eine Batterie in der Zelle. Weiter geht es. Hallo, Freund. Wie geht's dir? Da gibt's nichts. Ah, fuck. Don't you look at me like that. Don't you fucking think you're... Ah, meine Fresse. Hallo. Ich tue dir nichts, keine Angst, ich tue dir nichts. Bin ganz lieb. Meistens. Noch was, ja. Down the drain. Folge dem Blut, wissen wir ja, ne? Folge dem Blut. Hat er gesagt, achso, hier unten runter verstecken, ne? Ja. Können wir hier noch was finden? Ich glaube, bei denen hilft Kaffee wahrscheinlich nicht mehr. Ah ja. Okay. Wir wissen, wir sollen... Okay, wir können nicht, ja. Okay. Wir müssen... dem Blut folgen. Heißt immer. So. Ja, bitte noch mehr Stöhnengeräusche. Ja, das hilft ungemein. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Project Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun. Aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Haben wir denn alles da? Nee, totale Sicherheit haben wir auch noch nicht. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Moose-O. Einfach nur Moose.
Yay! Batterie gefunden. Und nun in den Untergrund. Yay! Es kann was Schöneres geben, als in diesen Untergrund zu klettern. Kein Weg zurück. Yay! Das sieht. Wieder ein Weg aus der Kanalisation heraus. Speichert! Sehr schön! Und hier ist zu. Ah, guck an! Der ist beschäftigt. Okidoki. Ja, ja. Da können wir drüber. Okay. Hier ist nix. Okay. Schon wieder alles kaputt hier. Komm, ey, der bewegt sich hundertprozentig. Ich mich dem nur näher. Laden! Bitte warten! Laden! Bitte warten! Ich will nicht! Speichern! In der Kanalisation. Okay. Weiter geht es. Lecker, lecker, lecker. Hallo. Ah. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater Martin Arjimbo. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wall Rider. Das Evangelium des Sands. Oder des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren. Also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ein sehr, sehr freundlicher Mensch, dieser Priester. Ja. Was könnte nur schiefgehen? Nichts. Wir sind ja... ich befürchte, ich weiß in etwa, was hier passieren könnte. Gleich. Okay, genau. Drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Okay. Wir sind... Wo sind wir? Ja. Female Prison Drain... okay, da haben wir eine Pumpe. Und da oben haben wir eine Pumpe. Aber ich will wissen, wo ich bin. Komme ich von dieser Seite aus oder komme ich von dieser Seite aus? Von dieser Seite aus, glaube ich, da, ne? Na, hier sind die... Genau, hier sind die Female und die anderen. Okay. Das heißt, wir müssten... die zweite links. Die zweite links. Dann wieder links... Rechts, rechts und dann zur Pumpe. Zweite links erst. Beziehungsweise wir können auch hier
da vorne, ich glaube, das ist ein kleiner Gang hier. Hier, da. Da können wir durch. Und dann hier oben hin. Und hier rum, hier rum, hier rum. So, das ist die erste Pumpe. Und dann müssen wir uns dann wieder verstecken. Wahrscheinlich hier drin verstecken, weil da wahrscheinlich wieder Leute rumkeuchen und fleuchen. Und dann auf die andere Seite. Wir machen als erstes diesen ganz langen Weg da. Ja, das ist wahrscheinlich der schwierigere Part. Zweite links. Nein, 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 Fett. Fett sagt, kann so. Ja, gehen. Komm, weißt du was? Mist, hier ist zu. Hier ist zu. Fuck. Wo ist der? Müssen wir auf jeden Fall hier links rum. Aber ich will wissen, wo der. Also. Ja, geh da schön hin. Geh da hin. Geh da hin. Wahrscheinlich nicht im richtigen Areal. Oder vielleicht doch. Ist hier Le Pump? Le Pumpi? Ich glaube schon, ja. Okay. Okay. Das hätten wir. Ach, hiermit ging's, ja. Oder? Das hätten wir. Der Dicke ist Walker. Chris Walker heißt das. Dann ist der Dicke. Der guckt schon so hoffnungsvoll. So, die Pumpen haben wir aktiviert. Ich will nach unten gucken. Ich will wissen, was mich unten erwartet. Unten. Okay, aber der Dicke kommt jetzt hier nicht nach. Das ist schon mal gut. Naja. Ob das hier so besser ist? Okay, hier ist Ende.
Okay. Niemals den Leichen nähern. Das ist auch... Oh, wir können wieder hoch. Vielleicht will ich gar nicht nach oben. Ich möchte hier bleiben. Hier gibt es immerhin genug Wasser. Schmutziges, stinkendes Wasser. Das hört sich doch super an. Weiter geht es. Der World Rider hatte gerade sich einen kleinen Snack gegönnt. Warum nicht? Müsste ja auch einmal. Müsste ja auf jeden Fall irgendwas trinken. Du bist Brainy für mich jetzt. Eindeutig. Denn du stellst richtige Fragen. Mein Name ist Miles Upshore. Darf ich Sie für ein Interview vielleicht interviewen hier? Sexy Boy. Ja, Batterie gefunden. Was auch immer hier geleuchtet hat. Okay, down the drain it goes. Down, down, down. Saving. Oh, haha. Male ward, female ward. Vielleicht gehen wir in die andere Richtung. Ja. Erstmal hier gucken. Ich will den anderen. Female hört sich besser an. Wir sind ja auch weiblich. Wir gehen auf Female. Die sind bestimmt netter. Nein! Ich wusste es. Frauen, lass mich hier rein. Oh Gott. Okay. Springen wir zurück. Yay, wir haben Spaß. Guck mal, der Wall Rider hat uns sogar noch ein bisschen was übrig gelassen. Na, hier so ein Käsefuß, ein bisschen. Hm, lecker. Auch ein bisschen aus der Puste, weil du ständig am Rennen bist oder weil hier alles mega creepy ist. Oh, Hallöchen. Okay, komm, wir gucken erstmal nach, ob die Tür zu öffnen ist. Na. Okay, gehen wir hier durch. Bleibt uns keine andere Wahl. Aber der Female-Trakt gefällt mir besser.
Denn wir sind generell in diesem ganzen Bereich niemals einer Frau begegnet. Und wir werden auch niemals einer Frau begegnen. Das kann ich euch schon mal verraten. No woman, no crime. Ja, aber hier wären wahrscheinlich Frauen besser, weil die uns nicht alle abschlachten wollen. Die würden zumindest noch diskutieren. Ne, du bleibst draußen. I do not like. Denn ich muss hier in diese Sülze rein. Aber hey, wir sind. Geronimo! Und wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin, ne? Frauen würden erstmal müssen erstmal diskutieren und würden dir vielleicht eine reinhauen, wenn du sagst, dass sie nicht hübsch genug sind. Aber die würden dich jetzt nicht direkt in dem Sinne hier so krass massakrieren. Hoffe ich. Ich kann nicht sehen, wo es hingeht. Muss ich hier irgendwo hier hin? Dahin? Okay. Alter, fick dich, ey! Fällt hier was rein, ey! Ich kann hier nichts sehen. Wo zum Henker muss ich hin? Da hinten, wo das einzige Licht ist? Oh Mann! Nein! Fuck! Nein, 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 nein. Dankeschön. Du siehst es auch nicht.
Komm schon. Du packst das. Jawohl. Oh. Oh. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Boah. Fette McFettfette, ey. Ey, jetzt muss ich erstmal speichern, ey, ohne Witz. Meine Fresse, ey, meine Güte. Den mag ich überhaupt nicht, diesen Walker, ey. Ja, Mail. Nein! What? Ah, fuck. Ey, go. Fuck, shit, ey. Ich hab hier relativ wenig Bock drauf. Ja, da kann man nicht mehr zurück. Alter Schwede, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Nur noch ein bisschen mehr. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Warrider? Die hab ich auch schon, ne? Ja, klar. Puh. Fürs Erste ein wenig geschafft. Wir sind in einem neuen Abschnitt. Ab jetzt gibt's auch das Schieben. Es wird immer besser hier. Nur Blut. Okay. Nur Blut. Das geht nach oben. Ah, ist abgeschlossen, okay. Hätte mich auch gewundert, wenn es daher gehen würde. Okay, da durch und dann da drunter kriechen, falls ich irgendwie weg muss. Nee, das schiebe ich ganz bestimmt nicht weg. Ich mag ja nicht der Schlauste sein. Ja, das gebe ich offen zu. Aber ich mach die Tür nicht auf. Da kommt doch einer raus. Der will mich umhauen. Aber es ist der einzige Weg, ne? Aber da vorne geht's hin. Okay. Austricksen. Und dann links rum.
Okay. Vielleicht erst da gucken. Ach, man kommt gar nicht her, okay. Aber wahrscheinlich müssen wir da hin. Fuck. Da hat sich einer gütig getan. Was haben wir denn hier? Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor. Kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe noch. Ah, so. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Project Warrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mir mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Und dieser Dr. Traeger, den werden wir wohl noch mal sehen. Den werden wir wohl noch begegnen. Kann man auch auf der anderen Seite hoch? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okidoki. Und hier. Hinter mir ist es zu, okay. Alter, fuck, beim ersten Mal. Fuckity, fuck, fuck. Beim ersten Mal geschafft. Ich bin sonst immer hier massiv oft abgestürzt. Speichern.
Speichern, 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 speichern! You can't hide! Fuck! I want my money! I want my money! I want my money! Fuck! Die wilde Jagd geht weiter. Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. You're getting away! Uh-oh. You got a choice here, buddy. Ah, fuck! Ah! Hey, you're the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Failier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Das ist wohl Dr. Traeger. Nein, das ist der Ausgang. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Ficker, lass mich hier los. Ah, der snackt da unten runter. Perversling. Lassen Sie mich in Ruhe! Weg da! Und wieso haben Sie da komische, keine Ahnung, Schläuche in Ihren Armen? Okay, da oben geht's irgendwann raus. Merken. I'm not putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Shit. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, film movies. And it'll give us a chance to talk. Bastard. Boah, da können die Arschbacken sehen und. Ich muss weggucken. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. People get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? All money becomes a matter of faith. Nein. That's what I'm here for. Nein. Make you nein. Son believe. Nein, 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 nein. You paying attention? Don't pass out on me. Nein, nein, nein. There. Better, right? Understand what we achieved here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Ah!
Mist, ich hab mir den Weg nicht gemerkt. Man nennt mich auch Metal Gear. I'm fucking Big Boss Snake. Oder auch nicht. Ich bin ein ganz kleiner Journalist namens Miles Upshaw. Ich muss in die Richtung, weil die Tür da auch vorne auf ist. Ich muss mich da vielleicht. Da vorne ist auch ein Bett, da muss ich mich hinschleichen. Mach die Tür auf. Sei so nett. Macht er nicht, ne? Ja, er hat sich die Stelle gemerkt, ihr Ficker. Ihr Ficker, ich krieg euch. Ich möchte das nicht öffnen. Oder? Ich möchte es doch öffnen. Falls ich zurück will. Da ist nämlich der Aufzug. Ich muss zum Aufzug. Okay. Ah, für den Aufzug ist ein Schlüssel notwendig. Fuck, ich muss erst einen Schlüssel finden. Ah.
Ah, wie lästig. Das hast du schon vergessen, Junge. Shit. Wir können mal eben kurz speichern. Hier oben in der Lüftung. Meine Güte. Ich hab dich schon irgendwie verdächtigt. Wo ist der Schlüssel? Ich den hier irgendwo finden müssen? Ich weiß, es ist mega ekelhaft. Aber irgendwo? Auf jeden Fall zur anderen Seite dahin. Ja, diese Musik, ne? Macht einen Kirre. Für mich sind wir schon längst done. Ich weiß immer noch nicht, wo der fucking Schlüssel ist. Toll, ich habe irgendeine scheiß Akte. Die mich momentan relativ wenig interessiert, weil ich brauchte den fucking Schlüssel. Okay, sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derart Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht zu
nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichem Gruß, David Annapurna. Ja. Aus dem ist nichts geworden. Also. Ich weiß immer noch nicht, wo der Schlüssel ist. Ja, natürlich verstecken. Muss er hier irgendwo liegen vielleicht? Wir sind immerhin ein bisschen nach hierhin gekommen, aber irgendwo muss doch... Ja, im Klo wahrscheinlich nicht. Irgendwo hängend. Schlüssel, hallo? Schlüssel! Das Ding wieder öffne. Und steht da mein Freund da vor der Tür. Eine andere Möglichkeit, irgendwo hinzukommen, sehe ich nicht. Nach oben geht's auch nicht. Und ich brauche immer noch den fucking Schlüssel. Ich weiß nicht, wo der ist. Keinen blassen Schimmer. Normalerweise blinken die ja irgendwo. Habe ich das vielleicht irgendwo übersehen? Habt ihr irgendwie einen Schlüssel gesehen? Falls ihr das mitbekommen habt, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe nämlich nichts mitbekommen. Was das angeht. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Wir wissen, wo wir her müssen. Wir müssen nur noch den richtigen Weg finden. Schlüssel haben wir. Wir haben den fucking Schlüssel. Die Frage ist, da er jetzt unter dem Betten nachsucht. Scheiß drauf. Wir laufen. Wir haben alles beiseite geschafft. Wir laufen. Wir kriegen es hin. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Lecker, lecker. Also meine Hände sehen unglaublich toll aus. Würde ich mal sagen. Wir gehen noch kurz runter. Ha! Schritt 1, drücken. Willst du mich verarschen? Da, also Herstellung von Traegersaft. Schritt 1, drücken, okay. Dieser verrückte Scheißkerl hat mir die Finger abgeschnitten. Er hat Dutzende Patienten gefoltert und zerfleischt. Ich sehe, wie er noch jemanden ermordet. Kann nichts dagegen tun. Spricht wie ein totteliger Angestellter von der Wirtschaftsschule. Hat wahrscheinlich Golfschläger im Kofferraum seines Audis. Ich verwette meinen restlichen Finger, dass er ein hohes Tier bei Murkoff war, bevor ihn das, was diesen Ort infiziert hat, verändert hat. Ich will hier weg. Ich will meine verdammten Finger zurückhaben. Ich will sehen, wie Traeger stirbt. Schritt 1, Aufzug drücken. Er ist tot? Ich meine, okay, das ist schon eine krasse Zerquetschung, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er tot ist, ne? Gut.
Just saying. So, hier. Stampf ihn rein, ja. In den Arsch treten. Gibt's doch gar nicht, ja. So, okay. Das hätten wir. Einen weniger. Und übrigens, ja, besser backen als Lümmel, ja. Lümmel machen mir mehr Angst als die Backen. Oben oder unten? Oben ist zu, ne? Irgendwas zu finden hier? Nein. Okay, gut. Okay. Puh. So, wir haben den Dr. Traeger jetzt erledigt. Sehr gut. Einer weniger. Ich meine, der Walker ist immer noch da, ne? Aber einer weniger. Man muss sich ja mit den kleinsten Dingen teilweise zufrieden geben. Ne, ein Erfolg ist es immerhin. Teamwork! Ja. Von wegen Teamwork. Auf jeden Fall möchte ich das jetzt gerne, diesen Sieg auch im Speicherstand festhalten. Ich bin jetzt gerade auch überhaupt nicht mehr ganz so ängstlich. Immerhin haben wir den Typen erledigt. Jetzt werden sie uns direkt nicht noch mehr von diesen Lümmelmännern auf den Hals schicken. Jetzt haben wir eine kurze Pause uns auch redlich verdient. Das ist auch ein offenes Areal. Es kommt natürlich super tolle Musik. Ja, okay. Da, der Priester. Ob der... I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Warum brichst du das Ding nicht auf? Oder wartest einfach mal vorher auf mich, ne? Und rennst mit mir herum. Nein. Oh, hier sind bestimmt ein paar... Freunde. Ja. Kleines Grillfest veranstalten. Ist auch nicht schlecht. Boah, da. Hat schon viel Rauch dadurch erzeugt hier. Naja, ist nix. Okay. Weiter geht's. Hierher. Mal schauen. Okay. Eine Akte. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patienten von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger. Richtig krass. War doch klar. War doch ein bisschen klar, ne? Die lassen die nicht laufen. Keiner darf wissen, was hier vor sich geht. Und die tun alles, um das zu verschleiern. Okay. Okay. Eigentlich heißt es ja Folge dem Blut.
Da müssen wir gleich bestimmt durch, aber ich will mir gerne noch dieses Lager angucken, weil ich hier gerne noch, genau, diese schöne Batterie mitnehmen würde. Und jetzt müssen wir durchs Feuer. Wird geil. So much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about a few forgotten living things. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Yeah. Yeah, ich gehe. Ich gehe. Glaub mir, ich gehe. Wenn ich eine Chance habe, dann gehe ich. Was ist hier hinter? Die Sprinkleranlage speichert. Ich weiß nicht, ob ich das so genial finde. Okay, ja. Es ist kein Wasser im System, öffne zuerst die zwei Ventile. Oh Gott, 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 oh Gott. Wer ist da wieder? Natürlich Walker. Ich will erstmal jetzt hier vorne rechts rum und da gucken. Ich hoffe, das ist nicht ganz so krass. Hier ist noch eine, genau, hier ist noch eine Akte. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Entweder sagt er dann, halt die Fresse. Ich könnte schwören. Also, und irgendeiner hat doch gerade rumgestöhnt. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass er. Und nicht das nette Stöhnen. So. Schauen wir eben kurz auf die Uhr. 22.10 Uhr. Ja, Scharfrichter. Wahrscheinlich eher Scharfrichter. Aber wo ist der Dicke? Ja, die haben halt, haben wir ja eben an dem Angestellten gesehen, sobald die irgendwie was machen wollen, kündigen oder sonst irgendwas, werden die... Ninja Style, Ninja Style.
könnte man sich wahrscheinlich zur Not verstecken. Sprinkler auf, ja. Wir sind, oder wir versuchen smart zu sein. Wir versuchen zumindest. Er geht. Geh weiter. Wo ist der? Ich will jetzt nicht aufstehen. Da hinten, okay. Jawohl, wir haben hier so einen Schutzzaun im Endeffekt. Aber Cafeteria oder einigermaßen irgendwie so ein bisschen was Schutzzaunmäßiges. Oh ja, Blutbad, Oh, hush, boy. You'll have your turn. Nee, lass mal. Wirklich. Okay. Wir können immer wieder hin zurück. Hallo, Schatz. Na? Da habe ich mir mal Rücken gemacht hier. Komm schon. Schon. Du willst es doch auch. Du kannst mich jetzt noch nicht verarschen, dass er wieder hierhin zurückkommt. Hallo, Spiel. Genau. Der geht schön in die Cafeteria.
Auch wenn da wahrscheinlich Batterien auf uns warten würden. Gehen wir da nicht hin? Ich mag das nämlich hier lieber. Daher. Okay. Und sogar eine Trophäe. Also das ist jetzt alles blind hier. In Anführungszeichen. Also. Ich war ganz cool. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort. Aber ich habe immer noch diese Finger übrig. Also ich glaube, der wird auch selber nicht... So langsam ein bisschen kirre, ne? Im Kopf. Ja. Ist hier irgendwas Nettes für mich? Bitte riechen. Sei ein Freund. Nein. No batteries. Okay, Walker sind wir zumindest für die nächsten paar Minuten los. Da komme ich doch gleich wieder richtig Hunger. So, jetzt was. Ah, genau, neuer Bereich, okay. Ja, also, ich glaube, wenn das sieht und das. Nun ja, mitbekommt. Exit! Exit! Nee. Nichts hast du hier? Nichts. Das ist doch nicht wahr hier. So, hier muss doch irgendwas... Ey, komm. Leute, gib mir irgendwas. Nichts. Aber ich denke mal, das ist eine schöne, fiese Stelle, um zu sagen, das soll es fürs Erste mit diesem Livestream gewesen sein, für diesen Sonntag. Ist jetzt auch schon gleich 22.30 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, Kommentieren und alles drum und dran. Wir haben es zumindest fürs erste Mal nach hierhin geschafft. Wir sind noch lange nicht aus diesem Asylum raus. Es wird noch erstmal raus. Schaffen. Und irgendwann hoffentlich dann mit dem Priester Martin da treffen. Und naja. Wir werden auch nochmal ein bisschen mit dem netten Herrn Walker zu tun haben. Und vielleicht herausfinden, was hier eigentlich alles schiefgelaufen ist. Ja, ich weiß, dass es voll fies ist, oder? Na komm, weißt du, okay. Aber nur mal ein paar Minuten, okay? Oh, hier kann man nämlich nichts sehen. Das ist scheiße. Ich weiß, es ist... Ey, man kann nichts sehen hier.
hier. So, noch eine Batterie. Sehr schön. Hier ist ein Schlüssel. Wartungsschuppen. Da war nichts. Eingebildet. Alles gut. Das ist der Wartungsschuppen, okay. Nein, wir bleiben hier. Ich wollte eben noch kurz. Ja, hallo, der Wall Rider ist da draußen. Irgendwas. Ja, das ist der Wall Rider halt, ne? Hier ist nichts. Willst du mich verarschen? Ich hab das Ding aufgesperrt. Hier muss doch irgendwas sein. Hochklettern. Komm ich da hin? Ach, hier ist eine Tür. Ah, okay. Alter. Fuck, der Wall Rider ist mir her. Fuck. Hilfe! Oh Gott. Shit! Das wollte ich nicht! Oh. Schwede. Hier oben hoch, okay. Oh Gott. Ja? So. Danke für die Batterie, Junge. Rauch ruhig im Regen weiter. Weiter. Man kann auch noch nach unten gehen. Komm, wir gehen mal nach unten. Vielleicht finden wir da unten noch was. Okay, das ist ein Mini-Bereich. Hier ist abgeschlossen. Hier kommt keiner rein. Na! Willst du mich verarschen? Wofür habt ihr denn die scheiß Treppe hier hingemacht? Falls man runterfällt vielleicht, oder was? Ah. Okay. Okay. Kawabunga! Ich mag das.
Okay, das war's. Da müssen wir gleich hochklettern. Gibt's hier noch irgendwas? Gib mir irgendwas, gib mir irgendwas. Nein, ist nichts da. Ja, ich sehe so viel. Speichert! Wie wär's, wenn du jetzt... Nein, okay. Have to get out. Ja. Nicht nur du. Ich sage gar nicht, dass mittlerweile wäre ich wahrscheinlich sogar ein Patient. Falls ihr... Was? Laden? Wieso lädt er jetzt? Wie hochkommen, ne? Leave me. Nö. Ey, wie komme ich denn jetzt weiter? Irgendwie. Oder bin ich hier hoch? Hier bin ich hochgekommen. Achso, okay, ja, gut, dann muss ich da vorne runter. Okay. Ne, ich bin hierher gekommen. Ich muss da vorne durch. Durch den Zaun. Ja, Sackgasse. Ne, 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 ne. Sackgasse war übrigens lustig, weil der eine Typ da ja stand am Pinkeln und so. Deswegen Sackgasse, Witz. Ne? Sackgasse, egal. Ah, okay, wir kommen hier ein Stück weiter. Ich sehe so gut wie nichts. Okay. Nein! Aber ich wusste nicht, wie ich sonst runterkomme. So, oder was?
dich! Fick dich! Fick dich, du dicker Fettsack! Triffst du ihn nicht? Ah, Gott, ey. Natürlich, natürlich kommt er noch an, ey. Als ob sie schon schlimm genug wären. Nein. Leute, ich will wieder rein. Ich will hier nicht draußen bleiben. Ja. Ja. Es scheint ja noch besser zu werden hier. Hier geht's wieder rein, ne? Okay. Meine Güte. Gib mir doch einfach hier mal Batterien. Wir müssten doch normalerweise im Park Batterien rumrennen. Ja, genau! So ist das richtig. Immer mich schön mit Batterien füttern. Mal kurz gucken hier. Okay. Dann gehen wir wieder rein. Ich wurde zumindest erhört. Ja, man kann ja sagen, was man will. Aber mich lassen sie wieder rein. Ah. Aber ob das jetzt besser ist, weiß ich jetzt auch nicht, ne? You saw the wall rider, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon. This way. Revelation is at hand. So, ich muss eben gleich nochmal die ganzen Notizen durchgehen, die ich gerade gefunden habe. Dort stehen wir bei, ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ja. So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Ja, da haben wir nichts, ne? Okay. Schauen wir kurz hier. Okay. Das heißt, wir müssen gleich laufen. Du bist noch nicht tot, ne? Okay. Laufen! Sonst wäre nämlich keine Barrikade. Hier gibt es nämlich nichts. Miep, miep, miep. Wirklich? Ich dachte gerade, der wäre der Wallrider gewesen. Aber nein. Ich gehe schon wieder zurück. Hallo? Ah, okay. Ein Rettungsschirm, okay. Hier wieder durch. Ich kenne Until Dawn, ja. Habe ich aber nicht. Ich habe nur mal ein Let's Play zugesehen, aber nie selbst gespielt. So, Großküche oder Waschraum. Was sind...
Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes, etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Speichert. Okay. Wieso machst du das? So krass spannend. Wieso machen die das so? Ey, das ist richtig fies. Weißt du, du weißt, du hörst schon eine Musik. Scheiße, 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 du musst hier weg. Okay, okay. Wenn er sagt, no, 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 please don't go. Vielleicht sollten wir einfach mal auf ihn hören. Oh Gott. Oh Mann, das ist... die Scheißmusik sein. Okay, ist zu. Ich habe schon fast wieder vergessen. Okay, da müssen wir her, falls wir irgendwie uns retten wollen. Sehr viel zum Verstecken hier. Okay, hier geht's nicht weiter, aber wir haben eine Akte gefunden. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuerstab von MRD. Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs. Also der... Aber wieso... Aber... Es heißt Wallrider. Wallrider? Hört sich nämlich ziemlich scheiße an. Welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Oh.
Also hier war oben kaputt, ne? Ja. Kurz mal hin, vielleicht finden wir da noch was. Nein. Also hier ist... Hier war... Genau. Er sagt no, 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 no. Und wir sagen... Speichern! Oh, wir sind schon... Wir waren eben auf der Frauenstation zwischendurch. Okay. Aber wir müssen hier gleich hoch, ne? Genau. Merci, Monsieur. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ja, dann geht die Batterie auch aus. Ja. Nee. Lieber nicht. Oh, nein. Oder soll ich doch noch nach unten hin? Nee, ich hier oben muss ich hin. Für irgendwelche komischen Dokumente oder sowas mache ich das nicht. So. Da ist der Typ. Und das hält hier wahrscheinlich alles zu auch, ne? Okidoki. Nearly here. You can cross from the upper floors. Was? Ey, willst du mich jetzt mal verarschen? Oh Gott. Drei Sicherungen benötigt er. Zum Verstecken. Drei Stück. Dahinter ist bestimmt was. Und dahinter bestimmt auch. Weil hier gibt es nämlich zwei Batterien. Ah. Fuck. Der ist schon der erste hinter mir her. Huh?
kommt 100% ein Wichser an. Ich weiß das doch. Ja. Ich bin richtig schön schlüpfrig. Obwohl es jetzt auch... Ich war ja kurz. Ich meine, gut, das eine war jetzt relativ einfach. Wir sind übrigens immer noch auf der Frauenstation. Dachte mir zumindest der Speicherstand. Also hier gibt es nochmal zum Verstecken. Ich habe natürlich keine Angst. Fuck. Ja, komm, oder? Einfach mal rennen. Ich springe zur Not. Okay. Nur noch eine. Die eine setzen wir natürlich auch gerne ein. Jetzt nicht sehen. Ich bin hier mitten in der Dunkelheit. Ich spreche schon wieder? Nein, ich habe keine Angst. Wie denn? Ich? Keine Angst. Nein. Wie könnte ich denn? Das ist auch so ein unglaublich nicht angstmachendes Spiel.
Musst du noch eins finden. Ich höre die Schritte, das ist das Problem. Da war ich schon. Also muss ich zum anderen Seite hin. La la la. Schafft das. Ist mir egal. Wir schaffen das. Komm. Ah, da rennt jetzt aber auch. Ist natürlich nach unten gefallen. Und was ist unten? Der Keller. Richtig. Ich habe erst gedacht, so, oh, Keller. Brauchen wir eh nicht hin. Natürlich müssen wir hin. Fucking Schlüssel, ey. Also, wenn man so viel Glück habe, ne? Ihr wisst es, speichern. Das Ding ist unten. Wer bei Horror Games nicht speichert, ist selbst schuld. Okay, hier ist doch nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist das denn? Das war doch... Wo ist das denn hin? Wo ist es? Runtergerutscht. Keine Ahnung. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Laundry Room? Ah ja. Aber der hat die Tür geöffnet. Schlüssel für den zweiten Stock.
Natürlich. Wo muss ich denn jetzt hier zum zweiten Stock? Keine Ahnung. Zack. Jetzt läuft es aber wie geschmiert hier, ne? Schlüssel zum zweiten Stock. Hier? Nein. Wo muss ich hin? Hier? Ah! Okay. Okay, okay. Ja. Ja, follow the blood. Oh ja. Oh ja. Ich folge dich. Was ich übrigens interessant finde, ist, die haben noch nicht einmal versucht, irgendjemanden so eine Batterie unterzujubeln und dann gesagt, ey, der tut so, als ob der irgendwie... ja, irgendwie tot ist oder sonst... welche Probleme? Es war natürlich nicht nett. Aber danke, dass der Wallrider uns gerade geholfen hat, hier weiterzukommen. Okay, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Da ist ein bisschen Licht. Und da ist eine Akte. Okay. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik von 52 bis 64. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Also Schlafzimmer wegen Sex und so wahrscheinlich. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ah ja. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Ja. Wir wissen, was da eigentlich wirklich vorgeht, und zwar, die werden verarscht. Die werden in diese luziden Träume gebracht. Was? Ich muss da runter? Nein. Nö. Willst du mir doch mal kackeiern, oder? Hier hinten. Ah, hier hinten geht's noch weiter. Ah!
Lie. Lügen haben kurze Beine. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an MKUltra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Und ich glaube, da hatten wir auch noch einen, genau. Projekt Paperclip. Joint Intelligence Objections Agency. Okay. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Project 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel: Dieses Programm ist bestimmt herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Okay. Na gut, okay. Die Lümmelmänner! Die Lümmelmänner! Ja, also die Russen zum Beispiel, ja. Okay, ich habe keinen blassen Schimmer, wo die gerade waren, die Lümmelmänner, aber die sind wieder weg. Von daher bin ich guter Dinge. Oder muss ich von da aus? Kann ich da her? Ne, so, okay. Okidoki, Geronimo! Ja.
Shit! Ja, du brauchst den Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Ah! Ich muss nach unten. Es ist so scheiße, ihr seid solche Bastarde. Das Spiel versucht mir so hart auf den Sack zu gehen. So hart auf den Sack zu gehen. Weißt du was? Ich nehme die Batterie trotzdem mit. Hier schön da unten. Ah, herrlich. Herrlich. Mach bitte noch lautere Geräusche. Dankeschön. Ich hasse euch hart. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ja, wie bin ich nochmal? Achso, hier. Ne? Bin ich hierher gekommen? Irgendwie? Ach, hier. Machen es einen sehr, sehr schwierig. Die Entwickler auf Dauer irgendwie zu mögen. Aber wir schaffen das jetzt hier hoch und können jetzt endlich maybe weitermachen. Da einmal drüber jumpen und da ist zu.
Ah ja, genau. Boah. So, gucken wir mal kurz auf die Uhr gucken. Es ist jetzt 23.14 Uhr. Das heißt, wenn wir gleich... Okay, und... Fuck, und jump! Hallo? Okay, ja, hier war es auf jeden Fall. Hi! Dir geht's gut? Only one way out, only one way. Danke. How do you know you're not a patient? Ich weiß doch gar nicht, dass ich kein Patient bin mehr. Ach, diese Scheißstörung, ne? Aber, ich denke, wir kommen jetzt aus dem Frauentrakt raus. Ja. Wir sind jetzt mal in ein anderes Gebiet gegangen. Ein paar Meter machen wir noch. Jetzt machen wir ein paar Meter zurück und beenden an dieser Stelle mit dem super tollen, richtig genialen Blick auf unseren Walker. Hey, Chris Walker. Hey. Dieses Let's Play. Oder diesen Stream. Denn, ja. Das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Wir sind jetzt 3,5 Stunden dabei. Das reicht fürs Erste. Und ja, er macht hier die Türen auf, weil er gerade Spaß dran hat. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ist jetzt nicht so ein harter Cut wie eben vor dem Exit-Schild. Allerdings könnt ihr euch dann auf tolle Dinge freuen, die wir mit unserem super tollen Freund, diesem Chris Walker, demnächst alles anstellen werden. Ach ja, fette mir fett. Ja, wie gesagt, vielen Dank für euer Feedback während des Streams. Vielen Dank für euer Interesse. Und nächsten Dienstag gibt es allerdings wieder Final Fantasy. Dienstags immer Final Fantasy, donnerstags immer... genau, donnerstags immer... Deus Ex Mankind Divided. Und dann nächsten Sonntag nix, weil dann ist Ostern. Ne? Und dann sind wir halt zu Hause und mit der Familie und so weiter und so fort. Und ja, aber demnächst wieder. Ne? Also Final Fantasy habe ich ja auch nur noch maximal 3-mal für 3 Streams überhaupt irgendwas zu tun. Und danach brauche ich eh ein neues Projekt. Oder übernehme das hier. Aber ansonsten, wenn ich die Zeit dazu finde, dann vielleicht am Wochenende sonntags, mache ich das dann hier weiter, wenn ihr das natürlich wollt. Wenn ihr sagt so, nee, komm, Bernd, kleiner Hosenscheißer, lass das mal, kannst es eh nicht, dann ist es auch in Ordnung. Dann lass ich es einfach sein und suche mir was anderes. Aber ansonsten würde ich das auch fast wöchentlich, außer wie gesagt an Feiertagen oder so weiter, würde ich dann eben auch wieder einen Stream machen mit Outlast. Und von daher speien wir hier. Wir sind übrigens Verwaltungsblock. Und wir sehen uns dann in der nächsten, beim nächsten Stream, vielleicht am Dienstag, vielleicht am Donnerstag, vielleicht danach die Woche. Und ja, bis dann.